Das Thema Balance finden zwischen Beruf und Privatleben ist bei uns sehr wichtig und steht ganz oben auf der Prioritätenliste von unserem gesamten Management. Man hat die Spitzen, wo viel gearbeitet wird, wo man viele Überstunden macht, aber auch nach dem Projekt wird immer geguckt, kann man eventuell 2-3 Tage Urlaub nehmen, Überstunden abbauen. Was die ganze Sache Privatleben, Berufsleben etwas vereinfacht ist. Wir arbeiten nicht nur zusammen, sondern es haben sich in der Zeit auch wirklich Freundschaften gebildet, sodass man ein wenig fließende Übergänge hat. Man kann nach der Arbeit zusammen weggehen, man hat zusammen Spaß und ist nicht nur arbeitsmäßig zusammen. Zusammengehörigkeitsgefühl bei Ernst & Young, ja, das ist sehr ausgeprägt, würde ich sagen. Zum einen deshalb, weil man oft bei Projekten, bei Kunden außerhalb der Heimat ist und da natürlich sehr, sehr viel Zeit, auch private Zeit mit den Kollegen verbringt. Das entspannt vielleicht noch ein bisschen so die Arbeit mit den Kollegen. Dann kann man auch mal einen Scherz einwerfen und da wird auch mal eine stressige Situation vielleicht ein bisschen mal lockerer und man versteht sich einfach. Beruf und Familie ist für uns sehr wichtig und ganz besonders auch die Kinder. Ernst & Young unterstützt in unterschiedlicher Form, sei es bei der Vermittlung von Au-pair-Mädels, aber auch bei der Vermittlung von Kindertagesstätten. Es ist möglich, sowohl für die Frau als auch für den Mann zu Hause zu bleiben, die Teilzeit arbeiten bei uns und sich dann den Rest der Zeit um die Kinder kümmern. Meine Erwartungen ans Unternehmen wurden eigentlich übertroffen in vielen Bereichen. Ich habe unheimlich nette Kollegen kennengelernt, mit denen ich jetzt mittlerweile auch privat befreundet bin. Ich kann mich hier unheimlich gut weiterbilden, was mir vorher auch nicht ganz so bewusst war. Und die diversen Fördermöglichkeiten, weil all das kann man nicht aus einem 2-stündigen Bewerbungsgespräch oder einer Stellenanzeige lesen. Ich fühle mich unheimlich wohl, ich reise viel. Auch das war mir am Anfang nicht so klar, ist man wirklich viel unterwegs oder nicht. Ich habe unheimlich viele Trainings im Ausland, Besuche im Ausland und fühle mich eigentlich rundum wohl bei uns in Jahren.